Moinsen Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück zum Grundkurs Gaming und zu Hitman. Wir eskalieren heute nochmal das Farley Crescendo und vorher wollte ich euch aber noch was zeigen. Es gibt jetzt eine ganze Menge neue Hitman-Spieler hier auch auf dem Kanal. Grüße an euch erstmal. Durch die Boxed-Version, ne? Da kam jetzt das Komplettpack raus und eine der häufigsten Fragen ist, hey, wo kommt diese ganze Ausrüstung her? Und das zeige ich euch einfach. Da gibt es nämlich, zum Beispiel in Colorado, gehe ich einfach mal rein. Da gibt es Meisterschaftsstufen. Wenn ihr hier oben auf Meisterschaft klickt, dann seht ihr, hier gibt es Meisterschaftsstufen, ne? Und da wird das Zeug dann nach und nach freigeschaltet. Das gibt es halt für jeden Level. Und auf Meisterschaftsstufe 5 zum Beispiel so eine Spritze, ne, mit Brechmittel. Und dann gibt es hier so Sachen, Startpunkte, die sind halt missionsspezifisch. Da kann man dann halt anfangen oder Sachen verstecken oder sowas. Und dann gibt es Ausrüstung, die kann man halt behalten, ne? Da kommt die ganze Ausrüstung im Prinzip her. Und diese Meisterschaftsstufen, die gibt es. Also die Punkte dafür sammelt man eben über diese Herausforderungen. Da sieht man immer, hier gibt es 5000 Meisterschaftspunkte und so weiter und so fort. Und dann braucht man halt, das sieht man dann auch bei den Meisterschaftsleveln, immer eine bestimmte Anzahl von Punkten für eine Stufe. Mal sehen, wenn ich hier auf Profi umschalte, sieht man das wahrscheinlich besser. Na, jetzt hier Meisterschaft. Hier steht gar nicht, wie viele Punkte man braucht. Interessant. Okay, also es steht nicht da, wie viele Punkte man braucht, aber das ist halt für jede Stufe gleich. Auf jeden Fall, ne? Also wenn man es bei der ersten gesehen hat, dann weiß man das für den nächsten auch. Ich glaube aber es sind, ach doch, hier unten steht es. Ha, 10.000 EP für die nächste Stufe. Also auf dem Profi-Dings sind das 10.000 Punkte auf jeden Fall. Daher kommt dann die Ausrüstung, ne? Und da kann man sich dann halt bei den Herausforderungen wunderschön aussuchen, was man miteinander kombinieren kann. Ne, zum Beispiel, wenn man Leute irgendwie durch einen Unfall töten soll und gleichzeitig irgendwie durch eine Sprengung, dann kann man die halt mit einem Feuerlöscher in die Luft jagen, weil es als Unfall und als Explosivkill zählt und lauter solche Sachen. Also da kann man ein bisschen kombinieren und dann kann man halt mehrere Achievements mit einem Kill quasi freischalten. Das wollte ich nur anmerken, ne? Für alle neuen Spieler, damit ihr da Bescheid wisst und nicht ganz orientierungslos seid. So, wir haben das Farley Crescendo und sollen hier den Laptop hacken, die beiden Typen als Hacker töten und gemeinerweise durchschauen uns jetzt mehr Leute. Da müssen wir mal gucken. Ein südlicher Farmbereich niemals als Hacker, bitte. Und wir nehmen natürlich wieder den guten alten Türsprengsatz mit. Und vielleicht ein paar Münzen zur Ablenkung. Ich weiß nicht, ob wir die brauchen. Mal gucken. Müssen wir... Nee, beliebige Methode immer noch. Okay, alles klar. Los geht's. Ja, wenn ihr Fragen habt, ne? Ich trinke gleich einen kleinen Schluck. Aber wenn ihr Fragen habt, dann stellt die einfach immer. Fragt mich in den Kommentaren irgendwie. Könnt ihr machen. Ich antworte euch da auch drauf. Es sind nämlich nicht so viele Kommentare, dass ich da mit dem Antwort nicht hinterherkommen würde. Also nicht wie bei großen Let's Playern, die dann irgendwie 6000 Kommentare unter ihren Videos haben. Ne? Das hält sich hier alles noch sehr in Grenzen. Und meistens antworten euch auch andere Zuschauer hier vom Kanal. Die sind da auch sehr hilfsbereit, habe ich festgestellt. So, wir gehen erstmal nach unten. Wir müssen aufpassen, die Patrouille. Schaut er uns? Ja, der durchschaut uns. Und da bin ich direkt an der Tür hängen geblieben. Das war natürlich nicht so cool jetzt. Ich habe keinen Dietrich dabei, ne? Kann ich mich hier irgendwo verstecken? Ich glaube nicht. Ach doch, hier im Schrank könnte ich mich verstecken. Da hinten liegt ein Controller, oder? Ich gehe mal hier kurz raus. Ach nee, das ist so ein... Okay, das Aufziehspielzeug kann ich hier als Ablenkung einschalten. Hier konnte ich durchklettern. Komme ich von da aus in den Hof? So, kann ich hier runterspringen, ist die Frage, die sich mir stellt. Scheinbar nicht. Aber okay, gut, den... Ach, guck mal. Da ist er gerade. Den Weg hier kannte ich auch noch nicht. Interessant. So, mal sehen, vielleicht kann ich hier auf den Container runterspringen. Geht das? Ja. Ach, und hier kann man dann dementsprechend auch nach oben klettern. Oh, okay, also den Weg kannte ich tatsächlich noch nicht.
Interessant. Eine Überwachungskamera hat uns gefilmt. Ist mir egal. So, kommt der Typ hier überhaupt raus, frage ich mich. Jetzt habe ich das Ding natürlich super scheiße platziert. Da fällt es bestimmt sofort jedem auf, oder? Er hat es nicht bemerkt. Wo ist denn unser Hackerfreund? Der ist da drin. Mal sehen, ob der rauskommt. Ich hoffe, er kommt raus. Ja, da kommt er. Ja, dass ich mich da habe erwischen lassen, ist natürlich ein bisschen doof gelaufen jetzt. Aber hey, was willst du machen? So, jetzt müsste da der Soldat irgendwie weggehen. Das wäre furchtbar nett. Damit ich den anderen Kollegen da sprengen kann. Der raucht da so schön. Ah, deswegen hat es beim letzten Mal auch mit dem Wärmepilz so gut funktioniert, dass ich da beide aus Versehen in die Luft gesprengt habe. Beziehungsweise, da hatte ich ja einmal nur ihn in die Luft gesprengt. Oh nein, nicht gehen, nicht gehen. Okay. So, ich stecke das mal gerade weg. Oh, der ist aber weit geflogen. Ach, guck mal, hier kann ich auch direkt ins Bad rein. Ich denke, ich mach das mal. Den Weg hier kannte ich auch noch nicht. Ich habe so langsam das Gefühl, ich habe mich hier nicht gut umgesehen. Ah, Colorado. Ja, ich mag die Mission auch nicht. Da hängen mir zu viele Leute rum und alle sind bewaffnet. Kitchen ist clear. Out. Okay, aber hier scheint uns auch niemand weiter zu durchschauen, ne? Doch, da, da ist der Hacker. Klar, der durchschaut uns. We're in a lockdown. You need to go somewhere else. Please move. Hier die Leibwächter durchschauen uns auch nicht. Boah. Wenn man so in Leute reinrennt, ne? Das ist immer absolut gefährlich. Ich weiß nicht, von wo der mich jetzt gesehen hat. Aber ich mache mich hier mal lieber weg. Wäh. Roger, Command. Nothing tangible yet, sir. Still looking. Will do. Out. Oh, hi. Stand down. Keep your wits about you just in case. Ja, Leute, jetzt chillt mal alle. Achso, ich brauche natürlich noch irgendwie einen Feuerlöscher oder sowas, ne? Den sollte ich mir schon noch holen. Wollt ihr nicht weggehen? So, ja, danke. So, der Typ hockt da. Das heißt, ich kann jetzt rein nicht hier durchlaufen, um zum Feuerlöscher zu gehen. Sein Freund ist gerade gar nicht da. Ich guck mal. Ich kann das da platzieren. Ah, das hat ihn nicht erwischt. Das hat ihn nicht erwischt. Ungünstig. Ach, der ist, weil der Feuerlöscher gar nicht hochgegangen ist. Daran liegt's. Ach, fuck, jetzt hat er mich schon wieder gesehen. Das ist doch unglaublich. Aber gut, ich meine, wenn der hier reinkommen möchte, ist für mich auch kein Problem. Da kommt er.
Hey, super. Keep away from me, crazy person. So, zum Glück ist die Tür hier zugegangen. Ja, dann machen wir es halt so. Ja, das war jetzt nicht die eleganteste Lösung, aber eine Lösung, die funktioniert. So, jetzt müssen wir gucken, wo ist der Typ hier oben? If you suspect the seat, hit delete. Do that again and I'll break your nose. Ja, sorry, ich meine, Treppe ist eng und so. So, wo ist der Typ? Traue ich mich hier hoch zu gehen? Ich traue mich. Ja, genau, in dem Moment kommt er natürlich. Der lang gerannt. Das ist gleich der nächste. So, zur Not muss ich hier noch ein kurzes Massaker anrichten. Ah, der scheint nicht herzukommen. Ungünstig, dass er jetzt gerade da steht. Okay, er ist gerade auf dem Balkon raus. Dann verstecke ich mich schnell hier. Und dann warten wir wieder eine günstige Gelegenheit ab. Ich meine, die drei Leute hier oben konnten wir auch ausschalten irgendwie. Das ginge schon. Aber ich weiß natürlich nicht, wie auffällig das dann wäre. Ja, also das ist jetzt irgendwie mehrmals erwischt worden. Irgendwie keine Leichen gefunden immerhin. Ach, die Kameras unten haben wir noch gar nicht gelöscht. Das sollten wir vielleicht noch machen. Okay. Also jetzt darf natürlich der Typ da hinten gerade nicht zurückkommen, aber der steht da hinten auch immer ewig, ne, und guckt den Typen beim Zocken zu. Das ist ganz gut für uns. Oh, 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 da kommt er. Sieht uns nicht. Oh, von unten kommt auch einer. Ach so, solange wir am Laptop stehen, sind wir quasi unsichtbar. Ah, fuck. Fuck, 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 fuck. Unglaublich. Hat er uns da doch noch erwischt. So, einmal die Waffe ziehen. Upsi. So, und jetzt machen wir uns hier raus. Bevor uns hier wirklich noch jemand erwischt. Hi, Ezra. Boah, das war ja gerade. Ein bisschen verkackt, ne? Da habe ich mich ein paar Mal erwischen lassen, vielleicht. Könnte sein, eventuell. Ja, und jetzt weiß ich auch, die Türsprengsätze haben eine echt kurze Reichweite. Also ich hätte den direkt neben den Feuerlöscher pappen müssen, offensichtlich. Ja, immer unbemerkt war es nicht. Ansonsten alles erledigt. So. Nochmal zusätzliche Personen, die die Hackerverkleidung durchschauen, und wird die Elite in Milizverkleidung angelegt, scheitert die Mission. Ja gut, die habe ich bis jetzt noch nicht benutzt, muss ich sagen. Hacken Sie den Laptop in Sean Roses Zimmer. Ah, die haben den Laptop verlegt. Oh fuck, okay. In dem Fall nehme ich mir einen Dietrich mit. Und vielleicht brauche ich auch einen Hammer oder den Baseball oder sowas.
So, der Laptop ist jetzt also oben. Okay, dann kümmern wir uns zuallererst um den Laptop, würde ich vorschlagen. Oh Gott, mal sehen, wer uns jetzt alles durchschaut. Uah. So, der ist gerade auf den Balkon raus. Habe ich das richtig gesehen? Ja. Ach so. Das Ding nehmen wir mit. So, ich glaube, Sean Rose ist auch gerade hier, oder? Was natürlich für uns um. Wo ist denn der Laptop überhaupt? Oh, an seinem Schreibtisch. Okay, im Moment ist nur der eine hier. Den räumen wir schnell weg. Die Waffe lasse ich einfach liegen. So, jetzt müssen wir natürlich Glück haben, dass Sean hier gerade nicht kommt. Okay. Soweit sieht's gut aus. Ich weiß nicht, was ich machen soll, wenn jetzt jemand reinkommt, ehrlich gesagt. So, ohne Minimap. Ist natürlich schwierig zu wissen, wo hier der patrouillierende Typ steht. Ja, das wurde mir öfter gesagt, schon seit frühester Kindheit. Wobei, 47 hat er keine Erinnerung an seine Kindheit, ne? So, das ist gerade unser Ziel. Steckt das mal ein. Ey, guck weg, Junge. Na, jetzt guckt er direkt in unsere Richtung. Ach so, ich hänge hier an der Wand fest. Ja, solange der Typ natürlich in unsere Richtung guckt, kann ich hier nichts anbringen. So, jetzt wäre, glaube ich, gerade günstig, wenn er nicht gerade kommen würde. Aber was sind hier heute für ein Verkehr? Wow. Hat er Augen hinten oder was? Er hat Augen im Hinterkopf, der Typ. Okay. Besser. So, da kommt unser Ziel. Sehr schön. Hier hinten kann uns auch niemand sehen, denke ich. So, ein Körper wurde gefunden. Macht nichts. Also jetzt müssen wir warten, bis sich alle beruhigt haben.
All clear. Come in. Garden is clear. Garden is clear. Over. Ja, von den Typen hier durchschaut uns zum Glück auch niemand. Find someplace safe. Ja, ich find's hier mega sicher. The Tango is still out there. Stay focused. Understood. Standing down. Hey. Ja, mit den coolen Kopfhörern kann ich natürlich gar nichts damit zu tun haben. Klarer Fall. Und ein Dogtag. Okay. So, alle haben sich wieder beruhigt. Oh, er sammelt noch ein. Unser Hackerfreund ist noch gar nicht da, ne? Dafür ist da der Typ gerade beschäftigt. Ich versuche das nochmal mit dem Sprengsatz und werde ihn da einfach ein bisschen dichter an dem Feuerlöscher platzieren und hoffe, dass das dann hinhaut. Ja, dazu muss ich natürlich warten, bis der Hacker dort steht. Und sein Kumpel irgendwie den Raum verlassen hat. Was ist denn mit dem Hacker los? Achso, der ist ja im Nachbarraum. Und der bleibt da auch, wie es aussieht. Schauen wir mal, ob der wirklich da bleibt. Dann wäre das ja super einfach wieder, ihn in die Luft zu sprengen. Ja, der bleibt diesmal wirklich dort. So, jetzt machen wir uns noch weg. Und dann ist alles super. Also dann haben wir das hier tatsächlich silent geschafft. Also so einfach kann es sein. Und es hat auch gar nicht so lange gedauert, ne? Also doch hat's. Aber ist egal. Wir sind eigentlich zum Speedrun hier. So, da haben wir gesehen, diese Eskalation geben auch 5000 Punkte für die Meisterschaft. Ganz kurz war es aufgeblitzt. Lautloser Killer. Bam. Ja, nur Anzug scheidet hier aus. Gut. Schön. Das war's also für heute, Jungs und Mädels. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Danke an alle, die das hier unterstützen in irgendeiner Form. Danke an alle, die kommentieren. Da freue ich mich immer drüber. Wenn ihr Fragen habt, fragt einfach. Ist gar kein Problem. Wir antworten hier alle super gerne. Ich habe noch niemanden gesehen, der irgendjemanden hier als Noob beschimpft hätte. Und wenn ich jemanden so sehe... Gut. Bis zum nächsten Mal, Jungs und Mädels. Habt einen wunderschönen Tag. Ciao.